Bei Thaler steht ein Einstreugerät mit nur einer Welle. Dietmar Pöhler, was habt ihr euch dabei gedacht? Wir wollten sicherstellen, dass diese Welle ständig arbeitet. Wir bedeuten, dass sie Sachen nach unten transportiert. Und deswegen haben wir nur eine Welle drin. Und über die großen Scheiben kann ich gut den Kraftaufzug kontrollieren. Ihr seht hier die schönen Zinken, die können nachgeben und damit bin ich an sich hochzufrieden, denn ich weiß, immer kommt was durch. Das gefällt uns sehr gut. Nebenan habt ihr einen Hoflader stehen mit nur 20 PS. Wollen die meisten Landwirte nicht lieber etwas mehr Leistung haben? Es ist richtig, dass normalerweise die Landwirte mit 30, 40 PS arbeiten, aber hier haben wir einen besonderen Antriebsstrang. Und der 2320 bedeutet für uns effektiv die 20 PS, beziehungsweise wir haben unten drunter kein Hydraulikschlauchpaket, sondern eine Kardanwelle, die die Kraft von vorne nach hinten bringt. Dabei arbeiten wir mit einem Hydrostart, der 330 Bar entwickelt. Da habe ich effektiv mehr Power drin. Das könnt ihr gerne probieren. Vielen Dank.